Also erstmal herzlich willkommen zu die große Projektankündigung, die schon seit praktisch über ein Jahr läuft. Und ja, wenn ihr praktisch denkt, dass mit den Heidepark und mit den Intros und mit den Videos war das große Finale, sag mal, dann kann ich euch nur sagen, da habt ihr euch diesmal super getäuscht. Ich muss die Maus hier ständig hin und her bewegen, sonst geht mir das Bild ein bei dem Programm. Nee, und zwar, jetzt haltet euch fest, und zwar war ich ja letztes Jahr mit einem Kollegen in Heidepark. Dieses Jahr ist ja die große Ankündigung auch noch, Heidepark zu fahren. Nun habe ich mir überlegt, ja, statt die scheiß Intros zu bauen, habe ich mir gedacht, baust du dir doch einfach den ganzen Scheißpark nach. Was in Heidepark ist, zum Beispiel die Krake, Kolossos und Flug der Dämonen, bau doch die Scheiße einfach nach mit dem Programm. Und ich präsentiere euch Desert Race. Kolossos, die Krake haben wir hier, Big Luke haben wir hier und Flug der Dämonen und Scream. Ja, so sieht erstmal der kleine Überblick aus seit einem Jahr. Und zwar habt ihr hier eine ganz große Fläche hier, grüne hier, das ist halt praktischer Park. Und da kommen dann halt alle Attraktionen drin, die es in Heidepark gibt. Praktisch alles. Alles, was da steht, kommt hier drin. So, das ist praktisch wieder Editor. Mit dem bastelt den ganzen Scheißdreck hier zusammen. Zum Beispiel hier, das Herdweiß. Da müsst ihr praktisch hier, habt ihr hier oben viele Funktionen, hier Track und Elements und Supports, Terrain. Damit kannst du den Terrain erstellen, hier diesen Park. Und bei Coaster kannst du halt praktisch alle darstellen hier, neue Coaster, neue Achterbahn bauen. Und die ganzen Achterbahnen hier sind zu 100% so nachgebaut, wie sie im Scheißpark stehen. Also, ja. Zum Beispiel hier Kolossus, zum Beispiel hier auch direkt nachgebaut, und das ist nur der Editor, was ihr hier seht. Sobald das Video hier sich hier schneiden tut, dann sieht ihr wirklich in Game 10. Also, das heißt praktisch, ihr könnt in der Achterbahn einsteigen, ihr könnt die Kameraperspektive sehen, ihr könnt die Achterbahn steuern, die Kameraanzeige, ihr könnt die Sitze verändern, ob ihr vorne sitzen wollt, ob ihr hinten sitzen wollt, ob ihr diese habt eine komplette Funktion hier drin, wo ihr alles sehen könnt. Also, seid gespannt, guckt euch das auf jeden Fall an. Ja, da würde ich sagen, schaltet jetzt um und dann seht ihr die ersten Szenen in Game. Also haut rein, bis gleich. Wahrscheinlich. So, willkommen zurück, und zwar habe ich das umgeschaltet in das Spiel direkt. Also nicht wundern, wenn das Bildchen ein bisschen so hin und her wackelt. Ja, das Programm ist noch ein bisschen buggy, aber das ist nicht so wild. Wie ich euch schon im Video erklärt habe, habt ihr praktisch hier den ganzen großen Park, also diesen Heidepark, Resort Scheiß oder Sauerteil, könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Und zwar, ja, wie gesagt, ist alles ein bisschen buggy hier, noch buggy. Und zwar, zum Beispiel haben wir das Herdweiß. Zum Beispiel, ich zeige euch erstmal nur die Hauptfunktion. Wie gesagt, es ist noch keine finale Version, also es ist wirklich noch, ja, sagen wir mal, reine Beta-Scheiße. So, hier haben wir. Oh, die Maus ist heute hier auch ein bisschen hardcore, Motherfucker. So, hier haben wir praktisch das Headrace. Hier haben wir natürlich die schöne Holzachterbahn. Ja, alles so nachgebaut, so wie sie im Park steht. Mit dem Winkel hier nach unten. Mit den super Kreisel hier, Scheißdreck. Dann halt die hintere Fahrt hier hinten, also ist recht groß die Bahn. Wie gesagt, der Park ist, wie gesagt, noch nicht fertig, steckt halt wirklich eine Menge Arbeit drin, Hardcore Arbeit. So, hier haben wir zum Beispiel Big Loop, die älteste Attraktion halt im Heidepark. Hier haben wir praktisch die Krake praktisch. Und wie gesagt, ich zeige euch auch noch die Hauptfunktion, wie sich die Achterbahn fahren. Wie gesagt, erstmal hier diese Hauptattraktion hier. Hier haben wir zum Beispiel Flug der Dämonen. Also es ist wirklich original nachgebaut. Die ganze Bahn. Dann haben wir hier Scream. Wie gesagt, ist jetzt nicht so krass das Aussehen wie ein Heidepark. Ist auch, denke mal, auch irgendwo auch selbstverständlich, sag mal. Und da würde ich mal sagen, wo schwingen wir uns mal zuerst drin? Würde sagen, schwingen wir uns einfach mal in das Herd Race drin. Und
Und die kann man halt auch so gut sitzen, weil sie kann, wie gesagt, vorne sitzen, kann auch hinten sitzen oder ganz vorne. So. Und dann hast du hier auch halt die ganzen Funktionen. Kameraanzeige. Also das Fahrzeugkontrollpanel, damit kann ich die ganze praktische Achterbahn steuern, wenn ich sage nein. So, jetzt ist die praktische Achterbahn komplett aus. Und wenn ich dann halt sagen will, ich möchte halt wieder fahren, und dann drücke halt den Knopf aus. So. Der erste ist jetzt weg. So, dann drücke ich den Knopf. Oben die krasse Ampel. Da habt ihr die Speed-Anzeige, die G-Kräfte. Und würde sagen, los jetzt! Läuft auf jeden Fall alles. Ja, und hier sieht er halt die Liste, die zurzeit erstmal drin haben. Wie gesagt, ist erstmal der Flug der Dämonen, der Kolossus, die Krake, die Flug und das Herdwesen. Also und die anderen Attraktionen werden, wie gesagt, voll. Nur mit ein bisschen Geduld. So, dann kann ich halt noch das Wetter einstellen. Wetterkontrolle, das heißt, ich kann Regen einstellen, Schnee einstellen, ich kann den Wind einstellen, ich kann die Wolken einstellen. Also ich kann Schnee, Regen und Sonnenschein, wie gesagt, ist, wie gesagt, alles aktiv möglich. So. Dann hast du auch halt die verschiedenen Kameraperspektiven. Ja. Das ist halt natürlich auch ein Problem. Geht alles. Da würde ich sagen, schwingen wir uns mal zum Kolossus. Kommt gerade in der Rin. Ja, und hier, wie gesagt, genau das gleiche Beispiel, halt jetzt bist du halt ein Kolossus-Panel, Kontrollpanel. So, Stopp, heißt also fährt nicht, also ist klar. So, hier sehen halt die Teile hoch. Und wenn ich sage, ja, jetzt bin ich bereit, naja, dann drück halt das Knöpfchen hier. Mach den super Reset-Knopf. Und dann geht halt 60 Meter Höhe. Dann nehmen wir mal den Panel aus. Das ist nur erstmal hier die Speed-Anzeige haue und die Wegstoff. Da könnt ihr ja nicht. Wie gesagt, ihr könnt das auch frei bewegen. Also nur hier frei die Strahlkamera. Nein, ist ja klar. Und dann könnt ihr euch auch irgendwo sitzen. Hier in vorne, hinten, in der Mitte. Alles ganz bequem. Da die Scheibe hier hoch. So, dann nimmt sie so langsam Schluck hoch. Und dann fährt sie dann schon kurz eine Stunde. Also es läuft von alles halt mal. Und wie gesagt, dann schwingen wir uns mal nehmen wir mal die Krake hier. Schwingen wir uns mal hier drin. So. So, zack.
erstmal gucken, wo mein Control Panel hier hat. Wo war er hier? So. Und wie gesagt, oh, die Unterböen in der Krake verschieben sich auch, so dass auch alle kleinen Rüstchen drauf hat. So, dann setzen wir uns mal hier ganz nach vorne. Ihr habt ja nochmal die Geschwindigkeit und die D-Kraftanzeiger. Also wie gesagt, das ist alles sehr getreu der Originalen abgebaut. Also. So, dann fährt die hier so ganz spritzig hoch. Bei Krake bleibt ja oben erstmal ein paar Sekunden hängen, ja, so wie hier. Ist klar. Und dann geht's auch los. Dann geht's runter, dann halt es da hoch. Und so weiter. Und so fort. Gut, dann schwingen wir uns mal hier raus. Da kommt gerade der nächste rein. Dann schwingen wir uns mal hier in die Kuppel. Fährt gerade los, ist natürlich sehr schön. So, hier nochmal die Anzeige. Ist eine schlechte Idee, die Vorab, aber wie gesagt, könnte ein bisschen dauern, bis es komplett fertig ist, weil das ist ja Wahnsinn, was dann eine paar Schiffe ist, wenn man das mag. Nachbauen, das ist ja Hammer, Hammer, Hardbauen. Wie gesagt, halt Doppel-Loopings, weil das ist normal. Bis zu 2D haben wir hier. Man kann natürlich immer so einstellen, dass man halt auch mit Fuß im Heidepark da ein bisschen rumläuft. Also das heißt, es ist wie so ein Freizeitsimulator. Also praktisch ist das wahrscheinlich so einstellen, dass man halt in den ganzen kompletten Park halt dann rumlaschen kann und halt dann auch jedes Fahrgeschäft dann auf seine Art kopieren kann. Also, wenn ich mir das so vorstelle und halt das so bearbeiten kann. So, gehen wir mal hier raus. Na, wie gesagt, hier haben wir halt den Scream. Fährt ganz nach oben und fällt dann runter. Die Zeit warten wir mal hier jetzt nicht ab. Das würde mir jetzt erstmal hier auch so lange dauern. Ich würde sagen, sprechen wir uns erstmal den Flug der Dämonen rein. Mal kurz das Fahrzeug gestoppt. So, machen wir mal Reset. Wir wollen ja von Anfang fahren. So, und dann geht es direkt los. Natürlich habt ihr auch noch andere Einstellungen, aber die würde ich erstmal ein bisschen abwarten. Ich zeige euch dann auch euch auf jeden Fall im nächsten Video. Und ich zeige euch erstmal nur hier die Kontrollpanel, die aktive Geschwindigkeit und wieder, ich kann jetzt wie gesagt Regen einstellen, ich kann Schnee einstellen, den Wind kann ich ein bisschen erhöhen, Wolken kann ich ein bisschen erhöhen. Ich werde sie erstmal auf Alkohol im Anschlag machen. Ja, hier geht es mit dem Trendswetter.
da zum Beispiel die Hütte hier sind. Also es gibt schon eine Menge, die man hier einstellen kann, sag ich mal. Hier könnt ihr auch sitzen, wo ihr wollt. Ja, alles hier schön original nachgebaut, jedes einzelne Objekt gebaut. Original. So, machen wir hier mal eine spritzige andere Kamera-Perspektive. Die fällt jetzt schon hoch. Mal welche Kameraperspektive hier perfekt ist. Dann nehmen wir mal die hier. Und dann verfolgt die Kamera praktisch die ganze Attraktion. Ja, und so weiter und so fort und so weiter, es neue Attraktionen gibt. Wenn ihr euch Bescheid geben, wird ein Video kommen. Nur habt ein bisschen Geduld. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Video. Aktionen, also haut da rein. Bis dann.